Ja, Pfanne, schön zurücklehnen. Es geht nach oben. Fahrgeschäft Butterfly. Wir haben schon länger Interesse gehabt an einem Fahrgeschäft und der Butterfly ist ein sehr interessantes Fahrgeschäft. Ja, und da hatten wir den gesehen. Der war schon in der Familie bei uns und da haben wir gedacht, den wollen wir haben. So sind wir zu dem Kauf gekommen. Es handelt sich ja genau um das gleiche Fahrgeschäft wie auch der Butterfly im Spreepark, oder? Ja, ist derselbe, ist baugleich. Deswegen, und man hat das schon auf mehreren Veranstaltungen gesehen, das Geschäft. Und das war schon immer interessant für uns. Wie alt ist das Fahrgeschäft schon? Das ist 40 Jahre alt, das Geschäft. Wurde jedoch immer gehegt und gepflegt und halt immer auf dem neuesten Stand gehalten. Deine Schaustelle Familie, mit was für Fahrgeschäften reisen Sie sonst? Mein Schwiegervater hat noch einen Breakdancer, mehrere kleine Geschäfte, sprich Süßwaren, Bäckerei, Schießwaren haben wir auch noch. Ja, auch von meiner Seite von der Familie gibt es auch Süßwaren und Imbiss und auch Bäckereien. Ja. Da die Familie sehr groß ist, gibt es auch noch etliche andere Geschäfte. Ja, Mann, hey, das macht Spaß, ja, das macht Laune. Hey, das ist der Butterfly. Butterfly, nicht nur das Alter, sondern was hat noch das mit dem Butterfly zu tun? Es ist ein Fahrgeschäft für die ganze Familie. Das heißt, es geht nichts über Kopf. Es geht zwar nach oben, aber es ist keine Fahrt jetzt, wo man sich übergeben muss. Es ist eine angenehme Fahrt. Es ist eigentlich schön, da man hochfahren kann. Man hat eine schöne Aussicht. Ja, es ist eigentlich für jedermann was. Egal ob klein oder groß, es kann eigentlich jeder mitfahren. Wir sind jetzt zum ersten Mal hier auf dem Kirmes, oder? Ja. Also mit dem Butterfly sind wir das erste Mal hier. Zu uns gehört. Deutschland-Premiere, ne? Mit Ihnen? Ja, genau. Den haben wir jetzt erst gekauft, das ist der erste Platz. Uns gehört ja noch die Schießbude hier nebenan. Ja, und mit dem Butterfly dachten wir, wollten wir auch gerne mal nach Braunschweig. Wir wurden genommen. Ja, und jetzt probieren wir mal aus, wie das ist, wie wir angenommen werden.
bis jetzt positiv. Ja, wir hoffen auch, dass es so bleibt. Wohin geht's nach Braunschweig? Nach Braunschweig geht es nach Delitzsch. In Sachsen-Anhalt, bei Leipzig ist das. Ja, die Veranstaltung in Delitzsch sind wir schon viele Jahre, beziehungsweise Jahrzehnte schon. Fahren wir immer wieder gerne hin, sind auch gern gesehen dort. Ist ein sehr nettes Publikum. Ja, ist halt aber halt nur ein kleines Fest. Gemütlich, da die Stadt ja auch nicht so groß ist. Der Butterfly hat nicht so viel Schnickschnack, das heißt nicht so viel Elektronik. Der Butterfly wird noch per Hand gefahren, das heißt über einen Bautenzug muss man sehr viel Gefühl mitbringen. Also das heißt nicht auf Knöpfchen drücken oder sowas. Man muss sie mit Gefühl anfahren. Man muss aufpassen, dass man nicht zu schnell fährt. Auch aufpassen, dass man nicht zu langsam fährt. Und beim Bremsen muss man genauso viel aufpassen, das heißt man muss die ganze Fahrt über immer 100% geben und auch immer aufpassen auf die Leute. Das ist halt bei den neueren Geschäften etwas leichter. Da drückt man meist nur noch auf den Knopf, kann die Stufen vielleicht noch einstellen. Aber bei uns ist das noch ein bisschen altmodischer, sag ich mal. Also im Grunde wie so ein altes Kettenkarussell. Ja, genau, genau. Nur halt nicht so mit Wasserantrieb. Das ist halt alles hydraulisch bei uns. Ja, aber halt über den Bautenzug. Wie viel Geld haben Sie denn für die Restaurierung des Fahrgeschäftes bezahlt? Restauriert wurde hier dran nichts. Ich habe dieses Geschäft im Winter gekauft. Ich wusste, wie das Geschäft vom Zustand her ist, da ich das Geschäft schon mehrere Jahre kenne. Und wusste auch, was ich da kaufe. Also ich brauchte da nichts großartig zu investieren. Ich wusste, dass dieses Fahrgeschäft immer gehegt und gepflegt wurde, wie man auch sieht. Es ist ja auch in einem Top-Zustand, farblich, technisch. Ja, das war halt auch ein großer Vorteil für das Karussell. Ja, dann wünsche ich noch viel Spaß.